Ja, hallo, liebe Schlafenfreunde, ich bin's, der Tenshi, und vor mir liegt irgend so ein Marinetyp, keine Ahnung. Wir spielen auf jeden Fall Battlefield 4, wir haben's geschafft, wir sind aus, ich weiß gar nicht, Shanghai waren wir, glaube ich, abgehauen, haben's geschafft, sind wieder auf unserem Einsatzboot und ja, jetzt suchen wir den Irish, denn der will mit uns quatschen, der hat uns nämlich gesucht. So, da sind meine Klamotten, ich habe mir neue angezogen, sieht man schon, schöne Kampfklamotten, und dann geht's hier los. Aber ich muss schon echt sagen, es sieht wirklich gut aus, das Spiel. Also, es ist alt, ich weiß, das Spiel ist alt. Mittlerweile ist es alt, aber es sieht trotzdem noch fantastisch aus. Ja, haha, ihr seid witzig, Kollegen. Pass auf deinen Kopf auf! Das stößt sich fast den Kopf an. Okay, ja, ist schon krass, die labern hier. Was haben wir denn? No Exit, da können wir nicht raus. Da kommen wir auch nicht raus. Dann gehen wir hier lang. Da geht's raus, okay. Ja, Irish, wir finden dich. Oh. 100 Jahren hätten wir sie am Arsch gehabt. Boah. Nicht, ob sie Chinesen waren. Willst du wetten? 100 Mäuse, dass sie es waren. Wenn wir uns mit der Titan treffen, wissen wir es mit Sicherheit. Hey, Station 6! Seht ihr was? Negativ, krass. Nichts, aber ganz in der Nähe muss Land sein. Ist schon krass. Sind die kaputt? Wir können immer noch auf die altmodische Weise navigieren. Hat Garrison die alten Karten schon rausgeholt? Zurück an die Arbeit. Krass, Leute. Ist das... Shanghai nicht mehr zu Hause an. Scheiß, die müssen glauben, wir werden abgetaucht. Ist doch erst ein paar Tage her. Die wissen bestimmt vom EMP und dass wir irgendwann wieder online sind. Ja, vielleicht. Trotzdem würde ich gerne mal zu Hause an. War schon geil, ne? Also ich finde es immer sehr schön, die Leute zu beobachten. Und ja, die scheinen alle so ein paar Probleme zu haben durch den EMP. Was ist hier los mit denen? Hey, wie geht's euch, Leute? Wie geht's euch, Jungs? Alles okay? Ja, ja, ich weiß schon, ich weiß schon. Oh, da unten ist was. Ja, ich muss mal nach unten, Leute. Wir sehen uns später wieder. Kein Problem. So. Ja, da geht's wieder rein. Tür öffnen. Ich schaue nochmal hier draußen ein bisschen. Ja, geht gar nicht. Ja, da hinten arbeiten wieder welche. Ich glaube, der putzt da nur Schuhe oder so. Na gut, schauen wir mal rein. War schön hier draußen. Schönes Wasser. Schöne frische Luft. Ich kann Mandarin sprechen. So, hier geht's zum Aff. Okay, auf zum Aff. Okay. Oh. Das EMP hat uns übel erwischt. Sergeant, der Tag ist noch lange nicht vorbei. Trevor, gehen Sie mit Ihren Leuten runter zu den Generatoren auf L4. Die Hydraulik steht still. Ihr müsst die Zuleitung überprüfen und die Abflüsse. Verstanden? Ja. Als nächstes müssen wir die Klimaanlage und die Filter wieder zum Laufen bringen. Team Powers, ihr kümmert euch drum. Da unten. Fangt mit Abschnitt B4 und E9 an. Seht mal, wie weit ihr kommt. Und Stamper, Underwood. Ich habe schon wieder eine Meldung, dass der Raum unter dem Fahrzeugdeck vollgelaufen ist. Seht euch die Pumpen an, da kann was nicht in Ordnung sein. Ist das geil. Ja, dann macht, okay. Kümmert euch mal. Ich denke... Das schaffen wir bis zum Schichtwechsel. Ich sehe es mir noch mal an. Okay. Okay. Gut, dass wir eine fähige Reparaturcrew haben. Die kriegt unser Schiff locker wieder zum... Oho, ein weibliches Wesen. Ich will da rein. Ich will reingucken. Kollege, hallo? Ich laufe da lang. Cool. Boah, geil. Ja, haben eine leckere Essens. Leg Irish an die Leine. Ihr Clowns bringt die halbe Stadt mit an Bord und macht uns zu einem Auffanglager für Leute, die uns einen Dreck angehen. Sie sind der Feind, verdammt. Zivilisten sind doch keine Feinde, du Honk. Das Problem wird wohl bald an die Titan weitergereicht. Dann hast du es nicht mehr an der Backe. Alter, die wisch. Konserven zur Verfügung. Es müssen noch zahlreiche Verbundete verloren werden. Ja, los. Melde dich, du Arsch. Die würde ich ja liebst reinhauen. Ich meine, das sind auch nur Menschen. Unser Feind, das sind Zivilisten, Leute. Im Krieg. Ja, darf man doch Zivilisten nicht als Feinde bezeichnen. Ah, schlimm sowas.
Solche Affen, die können ich gleich eine reinhauen. So, bam, bam. Ja, stopp. Okay, so, habe ich mal meine Meinung auch mal dazu gesagt. Ich hasse das, wenn die im Krieg Zivilisten einfach als Gegner ansehen und die dann einfach abschlachten. Okay, gut, was haben wir noch Schönes? Laufen wir mal weiter. Jetzt habe ich natürlich... Okay, ich komm schon. Jo, was geht ab? Der Mann hat vor einigen Minuten gesprochen. Welcher Mann? Die Kopfverletzung könnte schlimmer sein als gedacht. Achso. Sie können hier nicht rein, Ma'am. Sind Sie verrückt? Mein Mann ist da drin. Tut mir leid. Lassen Sie mich rein. Wer hat hier das Sagen? Bitte treten Sie zurück, Ma'am. Sie ist auf unserer Seite. Lasst sie durch, Leute. Ja, das ist ein VIP-Mann. Sie müssen eine CT machen. Vielleicht hat er intrakranielle Blutung. Dazu fehlen uns die Mittel. Der Großteil unserer Ausrüstung wurde vom EMP zerstört. Wir wollen uns mit der USS Titan treffen. Dann können wir deren Einrichtung nutzen. Ma'am, bitte. Ich behalte Ihren Mann im Auge. Ich bleibe. Ich habe eine medizinische Ausbildung. Gut. Ich nehme jede Hilfe, die ich kriege. Bewusstlos. Gar nicht gut. Irish sucht nach dir. Er ist auf dem unteren Fahrzeugdeck. Habt ihr euch endlich wieder vertragen? Ja, ja. Ich fand das ja gut, was der gemacht hat, eigentlich. Eigentlich. Das ist natürlich ein bisschen schlimm, weil man dadurch natürlich auch die militärische Einheit, also militärische Einrichtung quasi stilllegt. Aber, Admiral Cheng auf Krieg aus ist, kann er uns angreifen. Wir wären tot, bevor wir es überhaupt merken. Hoffentlich ist es nicht so schlimm, wie es aussieht. Das hoffen wir alle, mein Freund. Das hoffen wir alle. Krass. Wenn wir Titan sind, wissen wir es mit Sicherheit. Die Schadenskontrollzentrale bittet darum, alle persönlichen funktionierenden elektrischen Geräte in der Zentrale anzugeben. Das ist ja geil, wie da die Helikopter rausgebracht werden. Die müssen jetzt eigentlich auch nach oben gefahren dann, oder? Die starten doch nicht von da aus, die werden doch schon ans Deck hochtransportiert. Cool. Ich mag sowas. Okay. Oh, der fährt jetzt hoch. Geil. Cool. Irish ist voll in Ordnung. Bringt uns immer in solche Situationen. Vielleicht sollte ich dazu mal was sagen. Aber die Einheit darf die Entscheidung des Anführers niemals in Frage stellen. Aber ich dachte, ich bin der Anführer. Auf der anderen Seite wird das Gewissen nicht komplett ausblenden, oder? Ja, was weiß ich. Letzten Endes war es deine Entscheidung, nicht Irishs. Genau, so sieht's aus, mein Freund. Hey, Irish! Back! Ja, der Boss ist da. Irish, wie geht's dir? Hey, was geht, Kleiner? Hier für dich. Oh, ein Riesenapfel! ...396 Überlebende. Größtenteils Frauen und Kinder. Das haben wir gut gemacht, oder? Ja. Hey. Ich finde, hast du gut gemacht. Komm schon mal, du glaubst doch diesen Season der Feinscheiß nicht. Nein, natürlich nicht. Aber nicht du hattest das Kommando. Dann hat es Wrecker übertragen. Ach komm schon, Peck. Worum geht's hier überhaupt? Das Richtige zu tun oder um das Scheißprotokoll? Weißt du was? Sollen die da oben klären? Ich red mit Garrison, wenn's ein Problem gibt. Nein, nicht du, sondern der Squadleader. Ich meine, ich fand das auch gut. Unter idealen Umständen kann man kaum 400 Flüchtlinge auf diesem Schiff aufnehmen. Ja, das stimmt allerdings. Wenn Garrison sauer ist, dann ist es halt so. Es war das Richtige. An deiner Argumentation musst du noch bauen, Irish. Ja, aber es stimmt doch. Das ist, ja, das ist schwierig. Ja, es ist schwierig. Aber trotzdem, in dem Moment konnten wir nicht anders. Emotional waren wir halt einfach total überfordert und wir mussten natürlich helfen. Wir können jetzt nicht einfach sagen, wir lassen die da verrecken oder so. Es geht nicht, Leute. Merkt euch das. Oh, shit. Fuck, was ist los? Los, los, los! Platz da, Leute! Fuck! Ist das die Titan? Seht euch das an. Da. Nicht zu fassen. Alter. Scheiße, Leute. Tombstone! Oh, zum Geier ist Tombstone! Sergeant Wrecker, holen Sie Ihre Männer zu mir! Unterwegs, Sir. Komm, Wrecker. Fuck, die USS Titan ist weg. Okay. Der
komm, lass mich auch mit hochlaufen. Doch mal schneller. Die haben die Arschruhe weg, Mann. Die Zeit wird knapp auf der Titan. Irgendwer muss an Bord gehen, bevor sie im Meer versinkt. Es gibt eine Reihe von Variablen. Wir wissen nicht, wer angegriffen hat und ob sie wiederkommen. Überraschungen können wir uns nicht leisten. Auf Tombstone ist Verlass. Sergeant Wrecker. Agent Kovic übernimmt die Führung. Der Arsch. Befehle gelten so viel wie meine eigenen. Erlaubnis zu sprechen, wegtreten. Sir. Aber Captain Sergeant Wrecker... Ich diskutiere nicht mit dir, Irish. Du gehörst einem Squadleader. Ich schaffe Platz für Überlebende. Die Valkyrie geht in Defensivposition, einen Kilometer östlich der Titan. Agent Kovic, lassen Sie antreten. Ja. Ich suche die Titan nach Intel und Überlebenden. Nehmt Waffen und Atemgeräte mit. Dieses Arschloch, ey, ist aber abgehauen für uns. Na gut, dann holen wir uns mal Waffen. Wir nehmen mit. Warum sollten da eigentlich Gegner sein, mal ganz ehrlich? Aber wir nehmen natürlich fett unsere Dings mit. Ach, ein Präzisionsgewehr und Scharfschützengewehr. Habe ich die ganze Zeit mit dem hier rumgelandet? Ah ne, das ist jetzt neu, okay. Dann nehmen wir mal mit unsere fette, wunderbare Schrotflinte. Und als Sekundärwaffe nehmen wir uns das Präzisionsgewehr mit. Das ist bestimmt voll cool. Aber das ist halbautomatisch, das ist besser als das hier, aber es macht mehr Schaden. Schauen wir mal. Okay. Ah, und natürlich auch noch unsere Maske, gell? Ich habe ein Riss klar gemacht. Los! Ein was? Wir sind die Trottel vom Dienst. Lass es, Irish. Na, die Kovic, ey. Der Sack, der einfach abgehauen ist. Beeilung, Marie. Die Zeit ist gegen uns. Sergeant Wrecker ans Steuer. Ich soll ans Steuer, ja? Na gut, machen wir mal. Wollen wir nicht so sein. Keiner weiß, was hier los ist. Aber das ist eure Gelegenheit, Licht in die Sache zu bringen. Vermasselt es nicht. Verstanden, gut. Agent. Der Mensch auf der Valkyrie verlassen sich auf uns. Wow. Hier geht's nicht nur um die Valkyrie. Alter, wieso guckt man hier so schnell? Was ist denn hier los? Boah. Okay, da ist die Titan. Seht sie die an. Hier wäre ich beinahe gelandet. Wie lange dauert es wohl noch, bis das Schiff untergeht? Lange genug. Oh yeah. Was genau suchen wir eigentlich, Agent? Die Titan ist ein verdammt großes Schiff. Setz dich und genieß die Fahrt. Wenn wir da sind, erfahrt ihr alles weiter. Du guck mal. Das Unbekannte. Was gibt's da zu genießen? Irish, komm schon. Ihr seid hier, um einen Job zu erledigen. Und ich sage, wo es lang geht, okay? Ja, Sir. Fliegende Fische. Wie bitte, Marine? Ich genieße die Fahrt, wie ich es tun soll. Fliegende Fische, Leute. Unter der Titan ist ein Riss am Rand einer 3000 Meter tiefen Schlucht. Sie können die... Kann niemand sehen? Wo steckt die Crew verdammt nochmal? Mein Gott. Sie läuft voller Wasser. Ich glaub's nicht. Glaub es euch, kleiner Bruder. Irgendjemand hat sie erledigt. Tobi, Sir. Wo müssen wir hin? Kommt hier rein. Da drum herum. Umkreist sie. Sucht nach einem Loch im Rumpf oder so. Ja, aber sieht nur schlecht, Leute. Hier ist kein Loch. Nirgends war ein Loch. Sieht eigentlich echt gut aus noch. Da! Oh. Ein Loch im BGP! Ich habe solche Schäden schon mal gesehen! Chinesische Schiffsabwehrrakete! Fahr durch, Wrecker! Pass auf! Die Titan wurde nicht vom EMP in Shanghai getroffen. Sie hat mehrere Stunden lang Berichte gesammelt. Die wir beeilen. Okay, das schaffen wir, Leute. Darf ich auch mit rein? Darf ich auch mit? Ja. Okay, wieder Schrotflinte. Perfekt. Aber wir dürften da gar keine Gegner drauf sein. Wäre ein bisschen komisch, oder? Aber okay, man weiß ja nie. Okay, was haben wir hier? Ich bin leider nicht mehr der Chef. Komm, wir haben wir einen Fluchtplan, denn das Ding kippt. Wann wird sie runterrutschen? Dann sollten wir lieber nicht mehr hier sein. Und der VDR auch nicht. Okay, hoffentlich schaffen wir, erleben wir das nicht. Pass auf, wo du hintrittst. Wir sind auf dem C-Deck und wollen zur Schadenskontrollzentrale. Such nach Luke G46. Durch die kommen wir direkt ans Ziel. G46. Okay, Dala, geh voraus. Ja, ich bin unterwegs. G46.
G46. Er zeichnet alles auf. Schiff's. Da ist die Luke. Wrecker hat sie. Ich hab sie. Ja, okay, dann mache ich sie mal auf, ne? Ich dachte, die kommen jetzt mal her, aber nein. Ja, warte, ich helf dir. Ah, okay, danke, Peck. Ja, Kovic schaut nur zu. Oh nein. Oder Marine? Ja? Wir tauchen bis zum Mitteldeck, da müssen wir über Wasser sein. Also los. Oh Gott, ey, das muss eine sehr wichtige Information sein, Leute. Wenn wir so eine Scheiße hier machen müssen. Okay, aber nichts so gut. Da müssen wir rein. Bring rein. Ja, ist ein Arschloch, das stimmt. Aber was sollen wir machen? Ich habe die Maske gar nicht auf. Wieso darf ich meine Maske nicht aufsetzen? Aber anscheinend habe ich sie auf. Okay, dann. Vorwärts schwimmen. Wenden. Schön, dass es da steht, ey. Oh shit, hier sind Leichen. Ist ja eklig. Die armen Menschen. Okay. So, wie lange hält denn der so diese Kapsel? Ich hoffe mal lang genug. Oh, alles voller Dreck. Huch, ich bleib hängen. Ich bleib hängen. Oh mein Gott. Oh, fast schon Panik bekommen. Beim Tauchen niemals Panik bekommen, Leute. Das kann tödlich enden. Ah, überall Tote. Ich krieg Panik. Es brennt über mir. Scheiße, Leute. Es brennt. Oh mein Gott, schnell weg hier. Oh mein Gott. Okay. Wenden, hier geht's auch. Oh. Was ist das da für ein Hochklettern mit Leertaste? Oh. Okay. Hey, warte mal. Eine Lebende? Könnte mechanisch sein. Wir müssen weiter. Das Wasser steigt schnell. Sind alle bereit? Dann los geht's. Jo, bin bereit. Okay. Wir könnten Überlebende sein. Sir, das klingt wie ein SOS. Vielleicht ist jemand eingeschlossen. Das wissen wir nicht, Sergeant. Was ist denn aus der Suche nach Infos geworden? Und Überlebenden? Das ist weder die richtige Zeit noch der richtige Ort. Verstanden, Sergeant? Von uns hängen mehrere 10.000 Leben ab. Nicht nur eine Handvoll. Selbst eine Handvoll zählt. Wir denken da anders. Denk, was du willst. Bewegung, verdammt. Das ist nicht mechanisch. Das sind Menschen. Er ist ein mieses Arschloch. Wenn hier noch Leute sind, können wir sie nicht im Stich lassen. Das wäre nicht richtig. Oh, Scheiße. Ich weiß. Scheiße, was machen wir jetzt? Wo sind denn die Menschen? Da drin oder dort? Wir müssen die Menschen finden, aber wo sind sie? Hier oder dort hinten? Ich glaube hier wahrscheinlich. Wir suchen die Menschen. Das ist wichtiger. Okay, ist der gleiche Weg. Ich höre die Klopfgeräusche nicht. Wo sind die denn? Okay. Schwimmraum. Mann, seht euch das an. Das ganze Deck steht unter Wasser. Scheiße. Ich glaube, das Wasser steigt. Finde einen Weg da durch. Wir müssen die Insel rausschaffen, bevor das Schiff untergeht. Ach, Forscher. Die läuft voll. Oh, shit, das Wasser steigt. Das steigt hier wirklich. Fuck, 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 fuck. Aber diese Geräusche, das Klopfen. Das Wasser steigt. Hält uns da hoch. Das ist der einzige Weg raus hier. Oh, Scheiße. Keine Angst, wir holen euch da raus. Zur Seite, Marie. Los, spreng es auf. Na klar, Kovic. Scheiße, ist zugeschweißt. Schieß es auf. Die sind bereits tot. Gehen wir. Ein Scheiß tun wir. Wir lassen sie nicht zurück. Komm. Selbst mit dem Schweißgerät würde das Ganze 9 Minuten dauern. Wenn das Wasser weiter so steigt, sind sie bis dahin längst tot. Sie bleiben hier. Das ist ein Befehl. Du hast Garrison gehört. Mann, fick dich. Halte durch, Leute. Mann, hör's nicht. Wow, wow. Hör damit. Scheiße, Irish, bleib cool. Es tut mir leid. Gehen wir los, los. So ein Wichser, das zahle ich ihm ein. Scheiße, nein, Leute. Wecker, wir müssen los. Die haben uns hier eingesperrt.
Bitte lassen Sie hier unten sterben! Wer hat euch eingesperrt? Sie haben uns eingesperrt und hier gelassen. Keine Ahnung warum. Wer sind denn die? Sie haben die Rakete ins Schild geschossen und es dann geändert? Das ist doch sinnlos. Decker, wir sollten weiter. Ich will hier nicht sterben! Nein, bitte! Sag meiner Mom! Sag meiner Mom! Ich kann doch so nicht sterben! Nicht in diesem Raum! Oh Mann, Leute. Okay, das war jetzt eine beschissene Szene. Das war ein echt beschissenes Ende für die Folge, Leute. Ja, beim nächsten Mal geht's weiter. Schauen wir mal. Und ich hoffe, dass wir vielleicht mal ein paar Menschen retten und nicht, ja, sterben lassen müssen. Gut, dann würde ich sagen, ich war der Tenchi hier von Sinups Kanal. Ja, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.